Ich bin David, das ist die Conny und wir drücken heute nochmal die Schulbank für Wisst ihr noch? Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Let's go! Wer ist der Vater der Melodie der deutschen Nationalhymne? Josef Haydn. So viel ist sicher. So, jetzt kann ich alles falsch sagen. Ich habe meine Ehre gerettet. Streber. Welcher ist der größte Knochen im menschlichen Körper? Das war aber jetzt... Da, Ladies first. Ist das ein Knochen? Also Wirbelsäule? Oberschenkel. Buzzer nicht vergessen. Oberschenkel. Was ist das kleinste Land der Erde? Das kleinste Land? Madagaskar? Monaco. Monaco? Nope. Ein religiöses Land. Vatikanstaat. Rom. Ich hau da übrigens viel zu aggressiv drauf, fällt mir gerade. Wie viele Zähne hat ein Eisbär? Zähne. Das ist Schulwissen? In Alaska, ja. Wie kommt man denn auf sowas? Hat er viele? Ja, der isst ja Fisch. Der hat große Zähne. Ich probier's mal ganz einfach. Der hat 4 Zähne und nur die Reißzähne. Das ist total geraten, wahrscheinlich total falsch. Aber ich probier's auch. Was würdest du denn sagen? Ich glaube, der hat mehr. 14. Das war näher dran. Alter, das nimmt Ausmaße an. Wann sank die Titanic? 1912. Ist ja gut. Wow. Nach der Titanic gab es fast 100 Jahre kein Schiff, was diese Größenordnung hatte. Und das hat mich damals fasziniert. Ich rede einfach viel zu viel. Welches Bundesland ist flächenmäßig das drittgrößte? Hessen. Das größte ist Nordrhein-Westfalen. Bist du dir da ganz sicher? Größte? Ja. Ich meine flächenmäßig. Flächen, stimmt. Ich habe jetzt einfach. Ich hätte da eher südlicher gedacht. Flächenmäßig. Baden-Württemberg. Und das ist richtig. Wie heißt die Erregungsleitung vom Auge zum Gehirn? Was ist ein Sonett? Ein Gedicht in einer gewissen Form. Ich kann ja nicht vorstellen, ob es A, B, B, A oder A, B, A, B. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber Sonett ist ein Gedicht. Toll! Wie wird die Zahl unter dem Bruchstrich bezeichnet? Nenner. Der Buzzer. Nenner. Seit langem benutze ich immer das Telefon so. Ja, das war ein Taschenrechner. Was ist das chemische Symbol für Silber? Agi. Da hat die Conny keine Chance. Nee, da habe ich keine Chance. Das ist auch hier mit Thomas Sabo und so weiter. Aber nee, das hat da nichts zu tun. Periodensystem ist hier oben verankert. Also. Habt ihr beiden früher gespickt in der Schule? Konnte ich ja nicht. Was? Wieso? Privatlehrer. Also da geht gar nichts. Wie sah es denn bei dir so aus? Also im Etui so kleine Zettel und dann hatte man das mal so kurz aufgetan, ob man Stift rausholt. Auch mal abgeschrieben, so mal so. Nee, das nicht so. Ich hätte mich ja immer irgendwie neben die Klassenbeste gesetzt. Die wirklich gut waren, haben sich dann aber auch immer dagegen gewehrt. Ne? Ja. Das war dann irgendwie so, da wurde die Schulter so, guck nur bloß nicht mal. Naja. Naja. Arbeiten und die anderen haben den Vorteil? Nein, ja. Also das wird ja eh keine gute Note. Nein. Aber eine oder zwei richtige Antworten kann man auch schon davon erwarten. Ich finde, da sollte man sozial sein. Was ist der Karpaltunnel? Das ist hier... Da steht ein Buzzer. Am Arm. Du solltest erst Buzzer. Weil da hatte ich vor kurzem Verdacht, dass ich den entzünde. Und wie magst du es jetzt beschreiben? So als Nervenmuskeldurchgang vielleicht? Ja, Nervenmuskeldurchgang. Hat mir viel Spaß gemacht, Conny. War eine knappe Kiste, muss man fairerweise sagen. Na ja, war schon besser. Du hast ein paar Sachen viel besser drauf gehabt. Ein paar Sachen lagen mir ganz gut. War doch lustig. Ich fand's und cool. Ich hoffe, du bist jetzt nicht enttäuscht. Nein, kommst trotzdem kurz zur Tour in Herbst vorbei, würde mich sehr freuen. Mhm. Und ihr natürlich auch, wird eine geile Geschichte. Und da habe ich nicht so viel mit Wissen zu tun, da geht es nur um die Musik. Und wie ihr gerade gesehen habt, Musik, das war's. Ach, ihr habt das Video bis zu Ende geguckt, wunderbar. Dann lasst doch ein Abo da, hier oben klicken. Und hier für weitere Videos einfach drauf, immer draufklicken. Bis dann.